Ja, Minerga ist irgendwie schon eine Spezialitätenmanufaktur. Das, was wir bauen, das ist kundenspezifisch. Wir sind sehr flexibel, schnell, zuverlässig. Es gab, glaube ich, gar kein anderes Produkt auf dem Markt, was unsere Anforderungen erfüllt hat. Insofern war für uns Minerga vollkommen klar gesetzt, weil die Geräte hochqualitativ produziert werden, auch in Deutschland produziert werden. Und weil wir immer einen sehr engen Kontakt haben zwischen unseren Anforderungen in der Technik und der Möglichkeit, das in Gerätetechnik umzusetzen. Wir haben das IBV-Dekon geplant und gebaut mit meinem Partner Herrn Stefan, weil wir mal zeigen wollten, was heute technisch alles möglich ist, sowohl in Form der Energieeffizienz, aber auch in Form der Architektur, um einfach ein Statement abzugeben für unsere Arbeit. Ziel war ganz klar, Energietechnik einzusetzen, die uns energieautark machen, und das haben wir auch erreicht. Also wir haben hier eine solarbeladene Geothermie in Verbindung mit einer adiabaten Lüftungstechnik. In unserem Bürogebäude herrscht im wahrsten Sinne des Wortes ein sehr gutes Klima. Das Lebensmittel Luft ist letztendlich das Produkt, was Minerga liefert. Und zwar nicht nur im Sommer kühl oder im Winter warm, sondern zum Beispiel auch mit der richtigen Luftfeuchtigkeit, aber natürlich auch entsprechend sauber, gefiltert, ohne Schadstoffe und natürlich auch energieeffizient und nachhaltig bereitet. Ich arbeite seit 1993 im Erlebnisbad Aquaria und auch seit dem ersten Tag ist die Firma Minerga mit dabei. Wir überwachen die Wasserqualität und das Klima der Lüftungsanlage, damit wir dem Badegast immer die bestmögliche Qualität bieten können. Wir wälzen in der Stunde ca. 200.000 Kubikmeter Luft um. Das ist natürlich auch die besondere Herausforderung. Die Firma Minerga hat die Anlage in der Zwischenzeit modernisiert. Das Besondere daran war, dass wir diese ganzen Umbaumaßnahmen während des laufenden Betriebes durchgeführt haben. Das heißt, dass die Firma Minerga sehr professionell im Hintergrund arbeitet und der Gast sich dadurch sehr wohlfühlt bei uns. Das Herausragende bei Minerga ist natürlich der Polypropylen-Gegenstromwärmetauscher, mit dem wir sehr hohe Wirkungsgrade erzielen. Und natürlich das adiabate Kühlsystem, welches Minerga als einer der Pioniere auf diesem Gebiet maßgeblich mitentwickelt und auch vorangebracht hat. Für uns ist das Thema Ressourcenschonung grundlegende Ausrichtung, weil wir unsere Ressourcen schnell verbrauchen werden in den nächsten Jahren und wir einfach für unsere Kinder und auch unsere Zukunft sehen müssen, dass wir damit haushalten und möglichst neue Technologien auch einsetzen. Unsere Neuausrichtung kann man mit einem Satz zusammenfassen: Next Generation of Efficiency. Hinter der Next Generation of Efficiency verbirgt sich ein neues Gehäuse, aber auch ein komplettes Konzept in Kombination mit unserem neuen Auslegungs- und Designprogramm. Und damit werden wir noch flexibler und schneller, um noch effizienter auf Kundenanfragen reagieren zu können. Für unseren Bereich Nachhaltigkeit, der bei uns sehr stark angesiedelt ist, ist Minerga ein guter Partner, weil eine ähnliche Basis herrscht wie bei uns auch. Wir wollen möglichst effiziente Produkte gestalten, möglichst effiziente Gebäude gestalten. Und da kann Minerga gut mithalten und zieht auch vor allem mit bei jedem Projekt. L'informatique est un point essentiel dans notre domaine. C'est ce qui nous permet d'optimiser l'énergie, de contrôler les appareils à distance et d'avoir la meilleure performance énergétique qu'on peut offrir à nos clients. Ça nous permettra d'optimiser et de contrôler au mieux les coûts de fonctionnement des appareils et de réduire au mieux les gaz à effet de serre et d'améliorer la technologie de nos produits. Der Stellenwert der Klimatechnik wird immer größer werden, denn wir wollen den Energiebedarf reduzieren, wir wollen den CO2-Ausstoß reduzieren und das geht nur mit effizienten, gut funktionierenden Klimaanlagen, wie sie auch die Minerga herstellt.